Stärke, Runenkraft. Acht Stärke, 9 Glück. 12 Stärke, 6 Ruhmkraft. Na, ich glaube, ich nehme das mit dem besseren Brandschaden auch noch mit. Gefällt mir. Spar ein bisschen. Wofür? Du bist ein echter Archäologe geworden, was? Es geht langsam voran. Die Riesen verbargen ihre Geheimnisse immer direkt vor einem. Wartet es nur ab. Pasos Samba's Wild Reaction kommt morgen. Heute hat YouTube die leider nicht verarbeitet. Die war die ganze Zeit nur in 360p verfügbar. Deshalb hat mein Cutter entschieden, morgen zu hochzuladen, morgen Mittag. Boah. Ah ja. Ah, hier sehen wir Groa auf der Suche nach ihrem Gemahl. Ihre Suche war unerbittlich. Sie meditierte wochenlang ohne Pause. Leider jedoch stieß sie auf etwas anderes. Eine Vision von Ragnarök. Odin erfuhr von Groas Vision. Er kam zu ihr, verlangte, eingeweiht zu werden. Doch was sie erzählte, gefiel ihm nicht. Eisenwald? Das ist... Keine Ahnung, was das ist. Die mythische Zuflucht der Riesen. Seltsam. Also in Jötunheim? Einige Riesen dachten das. Doch Eisenwald gibt es nicht. Es ist eine Idee, ein symbolisches Paradies. Es ist nicht real. Vermutlich wollte Groa, dass ihre Asche nach Jötunheim gebracht wird, während ihre Seele im Licht verblieb. Odin hat diesen Wunsch wohl nicht respektiert. Der Streiter? Ich vermute, das bin wohl... ich. Du vermutest zu viel. Ja. Wir sollten das wohl lieber nicht zu wörtlich nehmen. Prophezeiungen sind immer mehrdeutig. Manche sind jedoch eindeutiger als andere. Ragnarök. Ja, das Ende von allem. Dann ist es so. Wir können es nicht aufhalten. Es muss einen Weg geben. Warum sonst war dies verborgen? Hey, Tiel, wir haben es gesehen. Dich. Du kämpfst in Ragnarök. Ich kann nicht. Wunderschön. Was ist das denn? Ach, ist das episch. Das ist neu. Asgard ist zerstört? Doch, die anderen Welten blühen? Odin stirbt. Sie hat gelogen. Groa hat gelogen. Natürlich. Odin glaubt einer falschen Prophezeiung. Dann können wir doch gewinnen. Und Odin besiegen. Wir haben mit nichts davon zu tun. Aber Tyr führte den Angriff auf Asgard. Und... Hels Armee war da. Und die Alben. Der Streiter. Na gut, wer das auch ist, ganz egal. Aber zum ersten Mal wissen wir etwas und Odin nicht. Wir können die Schlacht gewinnen. Tyr? Ich entscheide nichts aufgrund von Prophezeiungen. Aber du hast doch... Nein, Atreus. Das ist falsch. Komm, es gibt viel zu besprechen. Es ist Zeit.
Ragnarök wird geschehen. Aber wir können siegen. Wird Asgard zerstört, dann fällt nicht nur Odin. Es muss einen anderen Weg geben. Micha, vielen Dank noch für die 5 verschenkten Subs. Chat, lass mal passen. Ein paar Yippies und Karonnen regen. Danke für die 5. Achtung, hinter dir! Oh, jetzt knallen die. Oh, der lebt noch. Jetzt knallen die Runenangriffe mehr rein. Runenangriffe müssen immer schön viel Damage machen. Hey! Ja, man wird besser. Man wird besser gegen die Albarinos. Micha, danke nochmal für 5 verschenkte Subs. Danke, danke. Nochmal ein Jip in der Bombe. Man wird besser. Oh. Heute wieder fliegen und trotzdem in den Tod stürzen. Viel Bock. Links von dir! Oh. Lichtalb von links! Ah, ich verstehe. Hier unten. Mein Talisman-Chat, der erhöht. Also meine Reliquie. Im Teil davor hieß es ja Talisman. Der erhöht meine Stärke und meine Stärke bzw. Nahkampfschaden. Und das hat, glaube ich, nichts mit der Runenkraft zu tun. Vielleicht sollte ich mal den ausprobieren. Mit dem Rage-Schub. Wir sammeln auch gerade einiges an EP. Deshalb, ich aktiviere den immer und mache dann diesen Spin, aber das macht gar nicht mehr Damage. Weil es ist zwar im Nahkampf, aber der basiert auf halt Runenschaden-Scaling. Nicht auf Stärke oder Nahkampfschaden, ne? Das ist der Unterschied. Es macht gerade so Spaß, das Game zu daddeln, Chat. Ich bin voll drinne. Oh ne, nicht die wieder. Ich werde auch gerade wieder besser mit dem Parieren. Das hat dem Game sehr gut getan. Dieses dreidimensionale verschiedene Ebene hin und her schwingen mit der Chaos-Klingen. Sehr geile Idee von den Spielern. Vorsicht, Greg! Oh!
Ziel erledigt. Wir müssen weiter. Er ist wirklich aufgeregt. Geht es ihm gut? Pass auf, Atreus. Also es hätte dem Teil davor, dem God of War 2018, hätte das auch schon sehr gut gestanden. Wie lang war der Gegner gerade in der Luft, die arme Sau? Hm, was hat das jetzt gebracht? Fragezeichen. Ich hoffe, da habe ich jetzt wieder nichts verpasst. Oh oh. Clean gespielt bis dahin, Mann. War nicht in Range diesmal für diesen Schildbrecher. Alter, geiler Bossfight. What the fuck, Digga? Nein. Geiler Scheiß. Rundschild der Entdeckung. Ein Rundschild, der die Erholung beschleunigt, wenn er drohendes Unheil abwendet. Frostflamme. Für die Axt. Ey, das war ein geiler Fight, Mann. Nochmal kurz Pinkelpause, Chat. Dann geht's weiter. Ich hab so Bock, Digga. Ich mach grad so Laune zu zocken. Bis gleich, Chat. Werbung kickt. Viel Spaß.
Oh, wir haben keinen neuen Schild gefunden, sondern dieses Innenleben. Ist eigentlich gut, wenn wir jetzt weiter gegen Elben kämpfen. Wenn ich diese blauen Ringe unterbreche, kriege ich einen Segen der Abklingzeit. Und das macht ja meine ganzen Runen und so wieder schneller ready. Es ist vorbei. Es ist nicht vorbei. Das wird schon, Tyr. Ihr habt die Zukunft gesehen. Ich wollte euch nicht in den Krieg folgen, doch jetzt schleppe ich einen unschuldigen Alben. Unschuldig? Und marschiere Asgards Zerstörung entgegen. Wir haben keine Wahl. Es gibt immer eine Wahl. Ich werde euch nicht in den Krieg führen. Nein. Ich bin nicht mehr dieser Gott. Ich will nicht kämpfen. Doch mit euch dreien ist das unmöglich. Auf eurem Weg warten unzählige Tote und unvorstellbares Leiden. Das macht gerade so Laune, das Game-Chat. Oh. Nein! Atreus! Verdammt! Hierher! Eure Ketten! Wie Kratos sofort hinterher springt und seinen Sohn rausholt. So ein Giga-Chat. Wie schnell der da einfach gerade reingeschwommen ist. Ich dachte, das wäre der Feind. So ein... Also wirklich, der ist einfach der Daddy des Jahres, ich schwöre. Auch wenn er manchmal... Manchmal, ja, ein bisschen kalt wirkt. Aber wenn er in Gefahr ist, er reagiert sofort. Sofort. Hammer. Nicht wie meiner, der ist Milch holen gegangen. Ja, Bruder, das war's wieder kompletter Riemen. Genau. Bist du verletzt? Mein Vater. Ich habe das Gefühl, nach und nach entfaltet sich die Story und man merkt so, wo die Reise hingeht. Tut mir leid wegen vorhin. Ich... Nein. Ich freue mich auf alles, was jetzt kommt. Mir tut es leid. Ich hätte nicht kommen sollen. Wir müssen weiter. Hör zu. Ich will nur das Richtige tun. Und laut der Prophezeiung... Vergiss die Prophezeiung. Du wirst im Krieg keinen Sinn finden, Atreus. Nur Blut vergießen. Und was sollen wir dann machen? Uns ergeben? Nichts tun? Genug. Darüber reden wir, sobald wir außer Gefahr sind. Oha. Wie
wieder mal dunkle Alben. Was für ein Zufall. Mir reicht es mit den Alben. Sie sollen uns in Ruhe lassen. Galva! Wir müssen hier verschwinden. Hier durch! Na los! Gegner ist eingefroren und dann zersprungen. Wie geil. Hier lang! Hinter dir, Bruder! Merkt ihr, wie ich echt langsam besser werde, Chat? Mit einem richtigen Pariert-Timing. Das macht so Laune. Wir sehen uns auf der anderen Seite. Geil. Vorhin noch so kassiert. Jetzt geht's langsam. Aber die beiden waren wieder extrem tanky. Macht immer weiter. Go!
geiles Spiel, geiles Spiel, geiles Spiel. Gott sei Dank hab ich keine Hosencam, sonst würdet ihr die Beule sehen. Können wir hier weg, bitte? Fast geschafft, hier lang. Tier, wir... Öffne das Tor, bitte. Hier oben sind wir hergekommen, oder? Hier oben gibt's nichts. Denke ich mal. Ja. War ein sehr, sehr geiles Gebiet. Oh. Krieg, Atreus? Sieh dir an, was er aus dem Ödland gemacht hat. Ich hatte mehr als genug davon. Wir haben es nicht eilig. Wir sollten uns diese Wüste genauer ansehen. Sehr gerne. Gut, wir können Prophezeiung nicht trauen. Aber sollten wir wirklich ignorieren, was wir gesehen haben? Wir ignorieren es nicht. Wir reden zu Hause darüber. Jetzt möchte ich nach dem verletzten Tier suchen, das du gehört hast. Du? Wirklich? Ja. Also gut. Gut. Ja, geh voran. Das ist jetzt eine Sidequest, ha? Huh? Eine Schatzkarte. Aha, wollte gerade sagen, ich höre einen Vogel. Der Baum in Nivelheim hat einen neuen Gast. Seid gegrüßt, Reisende. Jetzt bin ich gespannt hier auf die Sidequest. In einem Sturm wie diesem? Sehr beeindruckend. Du kennst Alfheim ziemlich gut, ja? Weißt du, was da draußen ist? Nein, tut mir leid. Die Alben und ich. Lange Geschichte, aber wir halten uns lieber voneinander. Ah. Stocksubstanz ist... Mach gerade so Laune, Chat. Das Game ist so geil. Viel Glück bei eurer Suche. Stopft euch Stoff in die Ohren. Das hält den Sand ab. Das ist mein Ernst. Probiert es aus. Ich bin überrascht, dich hier zu sehen, Sindri. Du musst den Sand hassen. Oh, es ist das Letzte. Aber der Brock aus Alfheim verbannt ist, fällt es mir zu, euch alle in Bestform zu. Ich hoffe, eine geile Rune oder so, oder? Oh, ein paar geile Materialien. Ich weiß nicht, ob. Weißt du, was ein saftiger. Chat, habt ihr hier Spaß? Nein. Da habt ihr die Füße hochgelegt, entspannt den Freitagabend, lasst euch gut gehen. Bei einem wunderschönen, geilen Storygame. Nein! Boy! Oh, wir haben ja noch ein Upgrade für die Leviathan-Axt. Guck mal an hier, Bobele. Diese Axt wird einfach immer stärker. True.
Schmied. Irgendwelche Ressourcen haben wir ja leider immer noch nicht gefunden, ne? Na, schön, Chat. Wichtig und richtig. Könnt ihr mir nichts Schöneres vorstellen. Oha, der süße Boss. Wir haben unseren Heilstein benutzt, ne? Ja. Na, jetzt wird es langsam hier ein bisschen... Ups. Ein bisschen rar mit dem Hack. Oder würde man sogar geschmiedetes Eisen zurückbekommen. Ich behalte trotzdem noch alles. Digga, ich mache eine Sekunde die Cam aus, damit man immer alle Stats und so und alles sieht beim Schmied. Dann schreibt wieder irgendeine Clown-Nase in den Chat. Warum heute ohne Facecam? So, dann machen wir mal die Zeit Questerino hier. Hm. Oh, was ist das denn? Huh? Was sind das für Tiere? Gulon. In Vanaheim heimisch. Keine Ahnung, was die hier machen. Die sind ja nice. Sie wurden als Schlittenhunde trainiert. Gut für uns. Zähmte Gulon? Sehr ungewöhnlich. Wie kann ich denn absteigen? Rein! Also ich finde das Game nicht sonderlich gut. Rechtsklick, Timeout, Antrag, yalla. Dann bestell dir doch schon mal FIFA 24 vor, Bruder. Tier ungefähr sein könnte, oder genießen wir einfach das Wetter? Ich höre hier draußen gar nichts. Wie wär's mit einer Höhle, um uns zu orientieren? Da, ein Höhleneingang. Ja, Chat. Mods, nehmt den Timeout zurück. Diese Höhle erstreckt sich unter der Wüste. Ist die Kreatur da drin? Ja, hört sich so an. Wir finden sie, wenn wir weitergehen. Ich finde das halt als Streamer immer cringe. Das ist offenbar eine Zuflucht für die Dunkelalpen. Alle haben eine geile Zeit und feiern das Game. Und einer schreibt in den Chat, oh Digga, mir gefällt das Game gar nicht. Da würde ich nie auf den Gedanken kommen, dass ich bei einem Streamer reinschaue, der ein Game spielt, was mir nicht gefällt. Und dann schreibe ich rein, oh Digga, feier das Game gar nicht, Digga. Ich liebe zum Beispiel Solution seine Streams. Und wenn er Valorant spielt, da kann ich halt nicht viel mit anfangen. Aber dann schreibe ich ihm das nicht in den Chat. Boah, Digga, Alter. Wenn du Valorant spielst, Bruder, das feier ja gar nicht, Digga. Oh, was haben wir denn hier? Muss man wahrscheinlich einen Abpraller machen, ha? Go!
Silberstufe abgeschlossen, Tobsuchtsanfall. Ey, Chat, das Game macht so Bock. Ich bin so drin in der Olga. Und wisst ihr, was geil ist? Der Abend ist noch. Ja! Oh, Bruder. What? Paolo! Hinter dir! Ich finde die Feuerklinge und die Axt so geil. Die machen so Laune, die beiden Waffen. Weißt du, jetzt wo ich mehr über die Dunkelalben weiß, möchte ich sie nicht bekämpfen. Sie greifen uns an. Naja, das ist ihre Heimat. Und wenn man an unseren letzten Besuch in Alfheim denkt, kann man es ihnen verübeln? Da muss man bestimmt so voll den Abpraller machen, oder? Oh, da war gerade was blau. Na toll, das bringt nichts. Vielleicht von oben? Hakun, danke für die Subbomb. Danke für die 5 verschenkten Naschis, Chat. Gönnt meine Nippie eine Bombe. Das finde ich zum Beispiel jetzt unlogisch, dass es eindeutig Holz und Kratos kann es nicht kaputt schlagen. Unsterbliches Holz, oder was? Naja. Ah. Holz mit Titanlegierung. Magisches Holz. Oder eine Drohung? Kommt auf den Leser an. Chat, wenn euch hier God of War gefällt, checkt gerne den Allotrix Story Games Kanal ab. Da läuft aktuell das Let's Play von dem Spiel. 2 Parts täglich. Gerne abchecken, wenn ihr von Anfang bis Ende durchschauen wollt. Würde ich mich sehr darüber freuen. Der Story Games Kanal, ein Herzensprojekt von mir. Und meinem Katami Mata. Rock Dude, ich weiß, dass man im Menü einstellen kann, dass man gewisse Sachen automatisch einstellt, aber ich mag das eigentlich, die manuell einzusammeln. Das Tier, das du hörtest, was sagt es jetzt? Es ist nicht immer so. Manche Tiere sind... Ich fühle, was sie fühlen, weißt du? Und was immer das hier ist, es hat Schmerzen. Verstehe. Warum fragst du? Neugier. Wirklich? Ich bin zur Neugier durchaus fähig. Gut. Gut. Ah, die Stelle kenne ich aus dem Review von dem Spielemagazin.
viel Interesse gezeigt, wenn ich mit Tieren rede. Oder Zauberring oder sowas. Es hat sich viel verändert, für uns beide. Ja, ich frag mich ja nur, warum du irgendeinem Tier helfen willst. Ist das nicht, was du willst? Doch, doch, schon. Mich überrascht nur, dass du es auch willst. Okay, jetzt verstehe ich nicht, wo ist der richtige Weg und wo ist der optionale Weg. Ach so, hier wäre das Tor verschlossen gewesen von der Stelle. Okay, wir waren auf dem richtigen Weg. Die Truhe resettet sich. Also, wir haben hier ein hier und da oben. Reicht das von der Zeit, wenn ich mich da runterschwinge? Den Aal! Apfel. Ah, Schmutzhorn. 1 von 3. Schade. Obwohl, Horn bedeutet mehr Rage und mehr Rage bedeutet mehr Felsen werfen. Oh, Chat, wenn ihr Bock habt, könnt ihr mich auch supporten. Für die neuen Zuschauer mit einem kostenlosen Follow. Da freut man sich als Streamer sehr drüber. Ist kostenlos und supportet den Streamer. Deshalb gerne mal nachluschern. Vielleicht ist der Follow am Start. Und vielleicht ist auch der Prime Sub ready, wenn ihr Bock habt, mehr kostenfrei reinzusupporten. Was, der Tanky? Gott, Digga. Also, das ist so geisteskrank, wie stark teilweise einzelne Gegnergruppen sind. Wahnsinn.